Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem neuen Beitrag. Im heutigen Beitrag möchte ich euch einige Argumente gegen die Produktionshypothese präsentieren. Was ist die Produktionshypothese? Die Produktionshypothese geht davon aus, dass Bewusstsein eine biologische Grundlage habe, das menschliche bzw. allgemein das Gehirn eines Tieres bzw. eines Menschen. Das Bewusstsein wird im Gehirn lokalisiert. Das Bewusstsein würde vom Gehirn hervorgebracht. Es würde vom Gehirn produziert und entstünde unter der Schädeldecke durch neuronale und neurochemische sowie synaptische und elektrische Hirnprozesse. Das Bewusstsein ließe sich also nach dieser Hypothese aus dem Gehirn ableiten, denn es entstünde im Gehirn und es habe seinen Sitz im Gehirn. Doch es gibt eine Alternative zu dieser Theorie, und zwar die Transmissionshypothese. Was besagt denn die Transmissionshypothese? Selbige Hypothese bezeichnet ganz einfach die Annahme, dass es sich bei Bewusstsein und Gehirn um Empfangsstationen, aber auch um Sendemasten handelt. Das heißt, das Bewusstsein sendet ans Gehirn und das Gehirn empfängt das und überträgt es dann quasi. Aber es ist auch umgekehrt. Das Gehirn kann auch an das Bewusstsein senden. Quasi irgendwelche körperlichen oder von außen auf das Gehirn einströmende Reize. Vorzuziehen ist ganz klar die letztere Hypothese. Die Transmissionshypothese ist die richtige, denn Bewusstsein entsteht nicht im Gehirn und wird nicht im Gehirn produziert. Die Produktionshypothese ist damit falsch. Und nun sehen wir uns 6 Argumente an, die dies auch untermauern. Fakt Nummer 1 ist das vielbesprochene Bewusstsein nach einem Herzstillstand. Wir wissen heute nach medizinischen Fakten und durch die Faktenlage der Medizin ganz, ganz genau, was bei einem Herzstillstand passiert. Bei einem Herzstillstand steht das Gehirn und das Herz still. Dadurch, dass das Herz zunächst aufhört zu schlagen, wird die Blutzufuhr zum Gehirn getrennt unterbrochen. Dadurch, dass das Gehirn weder mit Sauerstoff noch mit Blut natürlich versorgt wird, kommt es im Gehirn zu einem Stillstand der elektrischen Hirnaktivität. Nach 7, 10, 20 bis maximal 30 Sekunden schaltet sich das Gehirn aus und reaktiviert sich erst dann wieder, wenn das Herz durch Reanimation wieder erfolgreich zum Schlagen gebracht wurde oder, das gibt es ja auch, wie durch ein Wunder wieder zu schlagen beginnt. Doch solange dies nicht geschieht, ist im Gehirn ein absoluter Stillstand. Doch trotzdem gibt es Menschen, die aus dieser Periode Bewusstseinserfahrungen, und zwar nicht schwache, sondern ganz klare Außerkörperzustände beschreiben. Hierbei konnten sie verifizierbare Wahrnehmungen schildern, die innerhalb des OP-Saals und sogar außerhalb und weit entfernt des OP-Saals und Krankenhauses geschehen sind. Diese konnten völlig korrekt identifiziert werden und diese konnten dann auch verifiziert werden, weshalb eine äußere visuelle und audiovisuelle Wahrnehmungsfähigkeit angenommen werden musste in solchen Fällen. Dass es Bewusstsein nach dem Herzstillstand gibt, also Bewusstsein zu einem Zeitpunkt ganz klar, noch klarer als das Alltagsbewusstsein überhaupt je sein kann, auftreten kann, ohne dass das Gehirn funktioniert, sollte uns zu denken geben und steht in ganz klarem Widerspruch zur Produktionshypothese. Diese kann diesen Fakt nicht erklären, weshalb sie falsch ist. Fakt Nummer 2. Split Brain. Bei Split Brain handelt es sich um eine Operation, bei der eine Gehirnhälfte operativ entfernt werden muss. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme, damit ein Mensch wenigstens zum Teil oder durch Glück auch ganz überleben kann. Ja, ganz richtig gehört. Was soll das bedeuten? Es gibt Fälle von Split Brain, dokumentierte Fälle von Split Brain, die immer wieder auftreten, bei der es weder zu geistiger Einschränkung noch zu einer Teilung der Persönlichkeit noch zu Gedächtnis- und Erinnerungslücken gekommen ist. Die Menschen, die nach einer Split-Brain-Operation wieder aufgewacht sind, die eine solche Operation ohne weitere Bedenken überstanden haben, behalten dabei ihr vollkommenes, vollständiges Bewusstsein,
alle ihre Erinnerungen und sind nicht psychisch krank, sind also genauso wie mit ganzem Gehirn. Wenn das Bewusstsein nun tatsächlich im Gehirn produziert würde, dürfte das nicht möglich sein. Dann müsste entweder in allen Fällen ausnahmslos ein ganz klarer Persönlichkeitsteil entweder wegbrechen, aufgrund von Erinnerungs- und Gedächtnisverlust etc. pp., oder es müsste so kommen, dass der Mensch sofort und rasch verstirbt. Da dies allerdings nicht der Fall ist und Menschen mit einem halben Gehirn komplett normal weiterleben können wie mit einem ganzen Gehirn und wie auch Menschen mit ganzem Gehirn, das sollte uns zu denken geben und spricht ganz klar gegen die materialistische Produktionshypothese, zeigt auf, dass diese falsch ist, womit auch der ganze Naturalismus dann letztendlich fällt. Nummer 3 bezieht sich auf Verschränkungskorrelationen des Bewusstseins. Walter von Lucadou, Dr. Dr. Walter von Lucadou, der Inhaber der parapsychologischen Beratungsstelle in Freiburg, beschäftigt sich sein ganzes Leben lang mit parapsychologischen und paranormalen Phänomenen. Er fand experimentell und durch Zusammentragung von vielen Fällen in Forschungsprojekten oder durch Telefonhilfe und Seelsorge, bei denen er auch vor Ort war und diese Spukfälle oft miterlebt hat, ganz klar heraus, dass es sich dabei um Verschränkungskorrelationen des Bewusstseins mit dem System handelt. Eine kurze Erklärung. Das ist ganz einfach so. Das Bewusstsein ist eben nicht auf den Kopf beschränkt und wird nicht vom Gehirn produziert, sondern es ist nicht lokal, also nicht zu lokalisieren, nicht an einem Ort festzumachen. Das führt dazu, dass es Verschränkungskorrelationen zwischen dem Bewusstsein und der Materie gibt. Dadurch, dass das Bewusstsein dann die Materie beeinflussen kann, beziehungsweise die Physik genauso mit dem Bewusstsein wie in einem Tanz gemeinsam mitspielt, wie Walter von Lucadou einst so schön formulierte, das sollte uns ebenfalls zu denken geben. Denn das führt nämlich zu Phänomenen wie Telepathie, Psychokinese, Recurrent Spontaneous Psychokinesis, also spontaner wiederkehrender Psychokinese in Form von Poltergeistphänomenen und Spuk, also personengebundenen Spuk. Bei ortsgebundenen Spuk sieht es dann wieder anders aus. Das wird von Entitäten verursacht. Und da lässt sich ganz klar nun Folgendes festhalten. Und zwar ganz einfach die Tatsache, dass es so ist, dass es Verschränkungskorrelationen gibt und dass das Bewusstsein tatsächlich nicht auf den Kopf beschränkt werden kann, sondern es tatsächlich eine Wirkung entfaltet. Denn es ist unbestritten, dass es paranormale Phänomene gibt. Wie sonst sollte es Fernfühlen, Fernwahrnehmung und außerkörperliche Wahrnehmung sowie Telepathie geben und Psychokinese? Diese sind alle experimentell nachgewiesene Phänomene. Dadurch, dass Walter von Lucadou diese auf Verschränkungskorrelationen des Bewusstseins mit dem System zurückführen kann, wäre einmal erneut und wieder bewiesen, dass das Bewusstsein nicht im Gehirn produziert wird und damit die Transmissionshypothese ganz klar den Vorzug hat. Nummer 4 ist ein ganz erstaunliches Phänomen, und zwar die terminale Geistesklarheit. Auch diese hatte ich auf meinem Kanal bereits aufgegriffen. Bei der terminalen Geistesklarheit handelt es sich ganz einfach um das Phänomen, dass es bei demenzkranken Menschen natürlich zum Kappen der synaptischen Verbindungen kommt. Diese werden im Gehirn abgebaut, womit die Menschen langsam das Gedächtnis verlieren. Wenn das Gehirn am Ende des Lebens vollkommen zerstört ist, wie es bei den interessantesten Fällen von terminaler Geistesklarheit zweifellos der Fall ist und war, dann wäre doch neurologisch gesehen eigentlich vollkommen ausgeschlossen, dass die Person je wieder bei vollem Bewusstsein sein kann. Doch wie kann es dann sein, dass kurz vor dem Tod tatsächlich diese Menschen wieder Zugriff auf ihr volles Bewusstsein und all ihre Erfahrungen haben und Erinnerungen haben? Wie kann das sein, wenn alle Verbindungen im Gehirn vernichtet wurden? Das lädt uns ebenfalls zum Umdenken ein. Denn würde das Bewusstsein vom Gehirn produziert, wäre es endgültig verloren, wenn das Bewusstsein, wenn das Gehirn Fehlfunktionen hat, abbaut, zerstört ist oder eben absolut nicht mehr funktionstüchtig ist. Da dies jedoch nicht der Fall ist, müssen wir umdenken. Nämlich zur Transmissionshypothese, die immer schon ernsthaft in Betracht gezogen wurde,
Nicht zuletzt auch von namhaften Neurophysiologen, die auch den Nobelpreis für Medizin bekommen haben, für Physiologie oder Medizin, wie zum Beispiel John Carew-Eccles. Nummer 5. Man hat Gedanken ja schon oft versucht, im Gehirn zu finden. Doch es ist nun mal so, dass es keinen Kasten gibt, in dem drin steht Sport oder in dem drin steht Mathematik, Deutsch, Englisch, Religion, Geschichte, Sozialkunde, Politologie, welche Fächer auch immer. Es ist eben genau so, dass im Gehirn eben nicht in diesen Synapsen drin steht, beziehungsweise in diesen Leitungen drin steht, was dieser Mensch gerade denkt. Wenn man ins Gehirn durch bildgebende Verfahren reinschaut und da alle Neuronen durch bildgebende Verfahren eben auch abbilden kann und untersuchen kann, dann heißt das noch lange nicht, dass man die Gedanken eines Menschen abbilden kann. Ganz im Gegenteil sogar, man kann es nicht. Man wird nie, auch wenn man natürlich sehen kann, welche Gehirnregionen aktiv werden, dadurch die Gedanken von Menschen abbilden können. Auch wenn man in ein Gehirn reinschaut, auch nach dem Tod eines Menschen, wird man dort keine verschriftlichen Gedanken finden. Dies hängt einfach damit zusammen, dass diese eben übertragen, vom Gehirn empfangen und übertragen werden als elektrische Signale, die der Körper versteht. Doch diese elektrischen Signale kommen nicht von irgendwoher, sondern aus dem Bewusstsein. Dies ist allerdings nicht im Kopf, sondern nicht lokal. Weshalb die Transmissionshypothese erneut bewiesen wäre und die Produktionshypothese ganz klar widerlegt. Nummer 6 ist ein sehr, sehr erstaunlicher biologischer Fakt. Es spielt keine Rolle, wie groß das Gehirn ist, zumindest nicht für die Komplexität des Bewusstseins. Ameisen haben ein verschwindend kleines Gehirn, eine absolut verschwindend geringe Gehirnmasse. Doch trotzdem können sie komplexe Aufgaben, die komplexesten Aufgaben, die Informatiker heute noch verzweifelt versuchen zu kopieren, ausführen. Sie haben ein kollektives Bewusstsein entwickelt und wissen ganz genau, was sie zu tun haben und welche Rolle sie spielen und was die Rolle in ihrer Gesellschaft ist. Auch das Affengehirn unterscheidet sich, wie neueste Studien zeigen, strukturell absolut überhaupt nicht vom Menschengehirn. Diese sind vom Aufbau gleich. Doch es ist kein Geheimnis, dass das menschliche Bewusstsein viel komplexer ist als das eines Affen. Doch wenn das Gehirn gleich strukturiert ist, wie kann das sein? Und wie können Ameisen mit ihrem ganz kleinen Gehirn so intelligent sein? Wenn das Bewusstsein tatsächlich auf den Kopf beschränkt werden könnte, dann dürfte dies nicht der Fall sein. Doch die Natur, vor allem auch die Biodiversität und ganz besonders das Beispiel Mensch zeigt, dass dem eben nicht so ist. Dass das Gehirn eben keine Rolle spielt, beziehungsweise die Größe des Gehirns oder die Anatomie und Funktion des Gehirns eines Lebewesens, wie komplex das Bewusstsein ist. So wurde unlängst bei Katzen festgestellt, dass wenn man bei manchen Katzen eine Operation durchgeführt hat im Gehirn und ihnen die visuelle Anteile des Gehirns, die visuelle Hirnrinde beispielsweise, herausgenommen hat, dass sie trotzdem gesehen haben, also dass sie trotzdem visuelle Aufgaben erfüllen konnten. Visuelle Erfahrungen ohne Gehirn sind also möglich. Bewusstsein ohne Gehirn ist möglich und damit scheitert die Produktionshypothese ganz klar an diesen Fakten. Ich hoffe, euch hat dieser Beitrag gefallen. Ich wünsche euch bis zu meinem nächsten Beitrag von Herzen alles erdenklich Gute. Macht es gut und wir sehen uns bzw. wir hören uns beim nächsten Video wieder. Auf Wiederhören!